Ich begrüße Sie hier zur Besprechung der Playlist, die der Professor Jörn Lowiczach oder Lowiczach, ich habe ihn nie sich vorstellen hören, deshalb bin ich mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird. Der hat er gemacht, er ist an der Fachhochschule in Bielefeld tätig und dieser Vorkurs, der ist nützlich. Das war auch zu meiner Zeit, ich bin da vor vielen Jahren Physikstudent gewesen und da hatte ich leider nicht die Gelegenheit, an einem solchen Vorkurs teilzunehmen. Weil es werden da die Lücken gefüllt, die man in der Schule hat, die man aus der Schulmathematik hat, weil man da vielleicht die Chance hatte, lästige Lehrer oder Fächer abzuwählen. Und dann merkt man später im Studium, das wäre doch gut gewesen, wenn du das gewusst hättest. Der Unterschied zu der Vortragsweise meiner Professoren aus Göttingen ist, die hatten damals OVET-Projektoren mit Klarsichtfolie, die vor uns rückgespult wurde, aber das Geschriebene und Skizzierte sah ähnlich aus. Aber in angenehmer Weise fällt er hier auf, er scheint weniger unnahbar zu sein als unsere Professoren, die uns damals durchaus spüren ließen, dass diese Vorlesung für die Erstsemester unter ihrem Niveau waren. Man kann angehenden Studenten oder Schülern der Oberstufe durchaus empfehlen, sich das hier mal anzuhören. Dann weiß man eben, wie dort vorgetragen wird, was ist da die Geschwindigkeit des Vortrages. Es ist also nicht nur interessant für Studentinnen und Studenten der Elektrotechnik oder Informationstechnik oder der regenerativen Energien, die da in Bielefeld diese Vorlesungen verfolgen, sondern eigentlich für alle technischen und naturwissenschaftlichen Fächer oder eben auch für Schüler der Oberstufe. Der in der Playlist erwähnte Kurs ist so konzipiert, dass eben alle wichtigen Grundlagen enthalten sind, die in den ersten Semestern vorausgesetzt sind oder vorausgesetzt werden. Wenn man da noch nicht alles verstanden hat, dann sollte man sich das auch nochmal mit den noch vielleicht vorhandenen Mathebüchern aus der Oberstufe anschauen. Ich will hier mal dieses Beispiel zeigen zu den Binomen. Formeln sind die binomischen Formeln, wo wir beim Rechnen mit Ausdrücken sind. A plus B Quadrat, das haben Sie hoffentlich alle bis zum geht nicht mehr. Genau. Als von mir das erste Mal das in der Schule gesagt habe, habe ich es nicht geglaubt. Das kann doch nicht, das ist eine Lüge. Man kann es sich relativ einfach vorstellen, geometrisch. Stellen Sie sich ein Quadrat vor mit der Seitenlänge a plus b in dieser Form. Also a ist so lang, b ist so lang. Legen Sie die beiden hintereinander, a ist so lang, b ist so lang. Dann ist die gesamte Fläche, die gesamte Fläche ist a plus b in Klammern ins Quadrat. Denn die eine Seite hier ist a plus b, die andere Seite ist a plus b, Quadrat mit den Seitenlängen a plus b. Ich denke, das sollte reichen, um zu zeigen, wie plastisch das ist, dass das Beispiel hier sehr gut gewählt ist. Man kann also allen, die mit der Mathematik im Studium zu tun haben, empfehlen, schauen Sie sich das hier mal an. Wenn einem dieser Stil gefällt, wie mir, dann kann man sich durchaus noch viele von den anderen Vorlesungen, die hier bereitgestellt werden, anhören.